ESTV – Videos aus der Region. Im Rahmen des Mittelstandsforums der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen hatten wir die Gelegenheit, in einer kleinen Talkrunde uns gemeinsam mit Petra Wunderlich, einer der Geschäftsführerinnen der S-International Baden-Württemberg GmbH, Kai Scholze, dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, sowie Hans-Heribert Engels, Prokurist der Metabo-Werke in Nürtingen, zum Thema International ist einfach, risikominimiertes Finanzmanagement in globalisierten Märkten, zu unterhalten. Kai Scholze, eine wichtige Frage vielleicht gleich zum Einstieg. Regionalität, also im Landkreis Esslingen, wird ja häufig mit Provinzialität verwechselt. Das heißt, die Menschen trauen vielleicht einer Kreissparkasse gar nicht zu, dass sie international agiert. Ich glaube, sie können es anders. Dem ist so. Wir können es anders und wir betreiben es auch anders, denn es ist sozusagen unsere DNA, unsere regionalen Kunden vor Ort zu betreuen, aber nicht nur vor Ort, sondern bei allen Begebenheiten und mit allen Bedürfnissen, die diese Kunden an uns als Finanzunternehmen richten. Und deshalb begleiten wir selbstverständlich unsere Unternehmenskunden auch ins Ausland. Mhm. Jetzt hat sich ja die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen der S-International Baden-Württemberg-Nord angeschlossen. Beschreiben Sie mal ganz kurz, was macht denn die S-International? Sie macht für 11 Sparkassen aktuell das Auslandsgeschäft. Sie müssen sich vorstellen, die Mitarbeiter, die seither in der Sparkasse am Firmenkunden, am Geschäftskunden agiert haben, agieren jetzt aus der S-International heraus und wickeln auch alle Geschäfte ab, so wie es eben die Kunden gewohnt sind. Also ein bisschen gebündeltes Know-how jetzt an einem Ort und man vernetzt sich und ist jetzt nicht mehr in den einzelnen Sparkassen, sondern tatsächlich jetzt zentral. Die Abwicklung ist durchaus gebündelt an unterschiedlichen Standorten, nämlich an dreien, aber die Kundenberatung findet immer dezentral vor Ort in der Sparkasse oder idealerweise im Unternehmenskundengeschäft in der Firma vor Ort statt. Also das bleibt. Ja. Ja. Jetzt haben wir natürlich mit Metabo wirklich ein Schwergewicht hier sitzen und ich freue mich natürlich, Herr Engels, als Prokurist. Beschreiben Sie mal ganz kurz mit 80% Exportquote, das kann man sich so gar nicht vorstellen. Also Sie exportieren ja eben 80% ins Ausland, ist das natürlich ein Riesenpunkt bei Ihnen. Und beschreiben Sie mal ganz kurz, war das immer schon so? Sie existieren seit fast 100 Jahren oder hat sich das gewandelt? Also aus den Annalen weiß ich, dass das erste Exportgeschäft 1923 getätigt wurde, ein halbes Jahr vor Gründung der Metabo Werke GmbH. Von daher scheint es in unserer DNA sich verankert zu haben, den Mut eben auch ins Ausland zu gehen. Das hat sich fortgesetzt über die Jahrzehnte und zurückblickend hätten wir diesen Schritt nicht gewagt, würde es Metabo eben heute in der Form nicht geben, weil das Elektrowerkzeuggeschäft ist sehr stark umkämpft und der Export hat das dazu beigetragen, dass wir heute 2200 Menschen in Lohn und Brot haben weltweit und ist eine wahre Erfolgsgeschichte. Mhm. Wie sieht denn so eine Zusammenarbeit dann aus mit der S-International, aber auch mit der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen? Also sicherlich verbindet uns länger die Verbindung mit der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen. Und ich glaube, wir haben beide eine regionale DNA. Auch Metabo ist verwurzelt im Schwabenland und das eben seit 96 Jahren. Und wir finden offene Gesprächspartner. Die Strukturen, die Abläufe sind vergleichbar. Bei der Sparkasse kommt man eben auch schnell schon mal zu einer Entscheidung, wenn es eine komplizierte Fragestellung gibt. Das Gleiche erleben wir auch. Wir haben in der Organisation bei Metabo eben kurze Entscheidungswege und können einiges bewegen und auch eben mit dem Fokus auf die internationale Ausrichtung. Wie kann ich mir als Endverbraucher dann diese Arbeit der S-International vorstellen, gerade in so einer Zusammenarbeit? Zum einen sind wir sehr, sehr eng im Austausch, im täglichen Austausch. Gerade bei Bereich Währungen ist es wichtig, dass man anlassbezogen miteinander spricht, wenn sich die Kurse verändern, wenn es gewisse Nachrichten gibt, ob positive wie weniger positive, aber gleichzeitig auch strukturiert in Quartals- oder Jahresgesprächen, um die Bedarfe grundsätzlich zu analysieren und gleichzeitig aber auch einen transparenten Blick auf alle Risiken zu haben. Jetzt gibt es ja natürlich auch kleine und mittelständische Unternehmen in unserem Landkreis, die vielleicht auch gerne international agieren würden. Haben Sie für die einen Tipp, sich einfach mal rauszuwagen, ins Gespräch zu kommen? Also
Der Tipp würde lauten, die Dinge und die Erschließung der internationalen Märkte eben genau zu planen, zu analysieren und dann frühzeitig mit Experten, die sich in diesen Ländern auskennen, da gehört die S international dazu, in Kontakt treten, um die Spezifika der jeweiligen Länder zu erkunden. Denn das ist, glaube ich, ein Erfolgsrezept, um dann dort vor Ort erfolgreich zu sein. Was können denn so Spezifika sein? Wir begleiten ja auch zum Beispiel Existenzgründer. Gerade diese haben die größten Herausforderungen ihres Lebens vor sich im beruflichen Leben, weil sie meistens ein großes Projekt oder überhaupt eine Idee initiiert in ein Auslandsprojekt umsetzen. Da achten wir sehr, sehr stark zum einen auf enge Schnittstellen zwischen unseren Häusern und gleichzeitig aber auch um eine ganz, ganz intensive Beratung der Kunden. Ja, Metabo war ja 1923 dann auch ein junges Start-up-Unternehmen sozusagen, die sich gleich rausgewagt haben, sogar noch vor der offiziellen Geschäftsgründung, wie wir gehört haben. Haben Sie Beispiele für so junge Unternehmen? Absolut. Hier? Wir bewegen uns ja zum einen auch in, ich sag mal, One-Man-Shows oder One-Woman-Shows, die sich eben wirklich in Projekten auch in Europa, aber auch außerhalb Europa bewegen. Und aber auch, und das ist ein ganz spezielles, interessantes Segment, auch zum Beispiel bei Ingenieurdienstleistungen, die ja vielfach weltweit gebraucht werden, wo Made in Germany verwendet wird, man aber gar nicht sieht, weil Ingenieurdienstleistungen eben einfach auch sehr, sehr schwer zu greifen sind. Und wie wir ja wissen, auch durch die große Prägung von Universitäten und Hochschulen in unserer Region, haben wir ja echt wirklich Know-how und auch wirklich ein großes Vorkommen. Kann Metabo irgendwie manchen Menschen da draußen noch irgendeinen kleinen Tipp mitgeben, dann auch wirklich sich zu trauen, rauszugehen, zu sagen, komm, jetzt gehen wir mal von unseren regionalen Märkten in die internationalen? Ich glaube, jedes Risiko bietet eben auch eine Chance. Und Herr Scholz hat es gesagt, der Unternehmer muss schauen, gibt es im Ausland eben Marktpotenzial? Kann ich erfolgreich sein? Und die ersten Schritte, da sollte man das Netzwerk der Kreissparkasse nutzen, angefangen von der Rechtsberatung. Wir hatten das Thema German Center. Dort wird eben auch einem Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Dort kann man vielleicht selber dann mal vor Ort den Geschmack gewinnen, wie vielleicht eben Export eben auch schmecken kann und wie daraus eben auch eine erfolgreiche Geschichte sich entwickeln lässt. Kai Scholze, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte tatsächlich direkt in die Beratung gehen, also ich habe jetzt wirklich eine Idee und ich möchte sie umsetzen, kommt da einfach rein, meldet sich am Empfang? Wenn er bisher gar keinen Kontakt hatte, könnte das ein Weg sein. Er wird dann aber vom Empfang sehr schnell zu unseren Spezialistinnen oder Spezialisten übergeleitet und die hören ihm dann im ersten Schritt erstmal ganz konzentriert zu und daraus entstehen die Beratungsgespräche, die uns auszeichnen. Das Thema Corona hält uns ja alle so in Bann. Ich glaube, die Metabo-Werke sind da ein Positivbeispiel, dass man eben durch eine stärkere Fokussierung auch auf das internationale Geschäft aus dieser Situation noch gewinnbringend herausgehen kann. Also es gibt sicherlich eben unterschiedliche Wirkungsweisen. Im Frühjahr waren wir schon eben geschockt, als das Thema kam und haben auch Maßnahmen eingeleitet, wie zum Beispiel Kurzarbeit im April und Mai in bestimmten Bereichen, weil der Vertrieb, die Area Sales Manager konnten nicht mehr reisen, es gab keine Messen, das Messeteam wurde in Kurzarbeit geschickt, weil eben einfach keine Arbeit da war. Aber auf der anderen Seite haben wir gerade innerhalb Europas eben auch eine Sonderkonjunktur erlebt, weil Baumärkte zum Beispiel nicht vom Lockdown betroffen waren. Viele Menschen waren zu Hause, haben die Gelegenheit genutzt, eben den Garten und das Heim zu richten. Und das hat am Ende des Tages für uns eben auch ein positives Momentum nach sich gezogen. Ja, ich hatte die Metabo-Bohrmaschine schon, insofern war ich jetzt keiner der neuen Kunden, aber wichtiger Punkt, definitiv. Das heißt, Corona und solche Situationen vielleicht in Zukunft allgemein können durchaus eine Chance sein, in der man dann auch ins Gespräch kommt, oder? Also sie können eine Chance sein, wenngleich ich jetzt nicht die Corona-Krise kleinreden möchte. Sie ist in allererster Linie für ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmen eine sehr, sehr große Herausforderung, eine Herausforderung in einer völlig unbekannten Dimension. Aber eins ist, glaube ich, bei solchen Herausforderungen oder vereinzelten Chancen immer wichtig, dass man dann miteinander spricht, die Bedürfnisse, die aus einer solchen Situation entstehen, analysiert und gemeinsam angeht. Und das haben wir in den letzten Monaten
mit allen unseren Unternehmen sehr intensiv getan und diese auch, wie wir glauben, damit gut in dieser schwierigen Phase unterstützt. Mhm. Frau Wunderlich, wie sehen Sie es? Wir erleben gerade einen ganz, ganz intensiven Bedarf an Beratungen in unseren Unternehmen und haben gleichzeitig die Gelegenheit, da auch ganz, ganz vielschichtig auf die unterschiedlichen Lagen in den Märkten einzugehen. In Indien bewegen sich die Banken gerade anders als in Algerien oder auch in Marokko. Und diese Themenstellung bewegen unsere Kunden sehr, sehr stark. Eine positive Situation ist durchaus auch für uns als junges Unternehmen die Digitalisierung. Die Reisezeiten sind verkürzt und wir können mit unseren Kunden trotzdem super agieren, treffen uns auch unter den aktuellen Bestimmungen wirklich auch persönlich, wenn die Hygienevorschriften eingehalten sind, und haben sonst auch großen Nutzwert aus den digitalen Medien und auch den neuen Formaten. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und Ihnen danke ich fürs Reinklicken. Und Sie haben gehört, wenn es Gesprächsbedarf gibt, dann kommen Sie doch einfach auf die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen zu. Ganz herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.